Yu-Gi-Oh! Ist so ein teures Spiel und alle müssen Unmengen an Geld bezahlen. Das hören wir heutzutage sehr, sehr häufig. Konami hat jetzt hier was gemacht, was dem vielleicht ein bisschen entgegenwirken wird. Und zwar mit den ganzen Staples. Konami hat jetzt hier die Rarity Collection 2 raus und die kommt schon ziemlich zeitnah. Gucken wir doch mal rein. Hier sehen wir sehr einmal die Rarity Collection, also 25th Anniversary Rarity Collection 2. Für die, die nicht wissen, was eine Rarity Collection ist, hier wird genauso aufgebaut sein wie die erste. Das heißt, wir kriegen alle Karten, die in diesem Set drin sind, in 7 verschiedenen Raritäten. Gucken wir doch mal, was Konami zu dem Produkt sagt. Lesen wir das einmal ganz kurz durch. Die letztjährige Rarity Collection hat alle umgehauen, also haben wir sofort mit der Arbeit einer Fortsetzung begonnen. Crazy. Um es so schnell wie möglich herauszubringen, haben wir einige Änderungen an der Konfiguration vorgenommen und dabei alle guten Dinge und den Wert beibehalten. Das ist schon mal wichtig und richtig. Die Pakete der Rarity Collection erhalten doppelt so viele Ultra- und Secret Rare Karten pro Paket, was doppelt so viele Chancen auf die Raritäten pro Paket bieten. Quarter Century Secret Rare Karten, Ultimate Collector's Rare und prismatischen Stil Platinum. Also wir haben doppelt so hohe Chancen, die geilen Raritäten aus dem Set zu bekommen, was den Wert komplett zerstört von den Raritäten. Was aber eigentlich egal ist, denn für die Collector ist das halt eh nicht gedacht. Das ist wirklich für die Leute, die halt wirklich ihre Karten in schön spielen wollen, was geil ist. Wir haben die Verpackung reduziert, sodass sie weniger Packungen öffnen müssen und weniger Folienverpackungen wegwerfen müssen. Um die gleiche Anzahl an Karten zu erhalten, mit der doppelten Anzahl an Karten pro Packung sollten dieses Mal etwa 2 Drittel der Packungen mindestens eine Luxusseltenheit erhalten und etwa ein Drittel sollte mehr als eine haben. Sie könnten sogar bis zu 6 in der Packung haben, gleiche Packung dieses Mal. Crazy. Richtig crazy. Das heißt, wir bekommen die Pakete und die Wahrscheinlichkeit, die geilen Raritäten zu ziehen, ist deutlich höher und wir kriegen die Chance, eigentlich viel mehr davon zu bekommen, sogar in einem Päckchen mehr zu bekommen. Was ich hieran aber noch viel cooler finde, ist, dass wir weniger Müll haben, mehr Karten im Päckchen haben und wir kriegen quasi weniger zum Auspacken, aber dafür kriegen wir mehr Karten mit weniger Müll. Geil, Konami. Richtig geil. Hier wird nochmal ganz kurz erklärt, wie die aufgebaut ist. Wenn Sie die erste Rarity Collection verpasst haben, funktioniert es so: Jede Karte im Set ist in jeder Seltenheit erhältlich. Mit 3 Standard-Raritäten: Super Rare, Ultra Rare, Secret Rare und die speziellen Luxus-Raritäten: Quarter Century Secret Rare, Platinum Secret Rares, Collector's Rare und Prismatic Ultimate Rares im Prismatic-Stil. Und hier gehen wir ganz kurz auf die Paketkonfiguration ein. Jedes Paket enthält 2 Secret Rares, jeweils mit einer individuellen Chance auf eine 1 zu 4 Platinum Secret Rare oder Quarter Century Secret Rare. 4 Ultra Rares, jeweils mit einer individuellen 1 zu 6 Chance aufgewertet zu werden, zu einer Collector's Rare oder einer Ultimate Rare. Und 3 Super Rares. Das sind auf jeden Fall mehr Karten. Das heißt, wir kriegen 2 Secrets, 4 Ultras und 3 Supers. Das sind, wenn ich rechnen kann, 9 Karten in einem Booster. Und wir haben bei 6 davon die Chance, dass diese 6 Karten halt andere Raritäten haben können. Das ist geil. Und das hier ist ganz wichtig: Alle Karten unterscheiden sich von der ersten Rarity Collection. Das heißt, keine Karte, die wir in der ersten Rarity Collection gesehen haben, wird es in der zweiten geben. Das finde ich schon mal nice. Jetzt natürlich die Frage: Was ist da denn überhaupt drin? Denn es gibt ja Karten, die wir haben wollen. Die Rarity Collection bietet sich an, um Staples zu reprinten. Und hier gibt es jetzt einmal ein paar Karten, die da auf jeden Fall drin sein werden. Das ist zum einmal Access Code Talker, super nicer Move von Konami. IP Masquerena, auch ein unglaublich guter Move. Apollosa, das heißt, wir kriegen schon mal 3 richtig gute Link-Monster, die einfach in sehr Phoenix gespielt werden können und das in allen geilen Raritäten. Wir wissen jetzt von Apollosa noch nicht, welches Artwork. Ich persönlich hoffe auf das Original-Artwork, denn ich persönlich bin davon ein Riesenfan und ich hätte ganz gern dieses Artwork in Ulti oder Collector's Rare. Denn das ist mein Lieblingsartwork von Apollosa und ich hätte die ganz gern ein bisschen hübscher. Dann gibt es aber auch noch ein paar andere spielstarke Karten, die jetzt nicht unbedingt im Extra-Deck sind, aber im Main-Deck, die wir in verschiedenen Deckstrategien spielen können. Magician's Soul. Ja, auf jeden Fall. Dann kriegen wir Rescue Cat, aber in dem Artwork nicht, sondern in diesem Bild hier, in diesem Fierce Artwork, so heißt das. Das heißt, das bekommen wir. Dann bekommen wir noch einmal Silent Magician. Die kriegen natürlich Support, das heißt, das ist ganz cool, dass sie drin sind. Und auch den Silent Swordsman, der ist auch mit dabei. Und wir kriegen wieder Handtraps in allen Raritäten. Und da habe ich mega Bock drauf. Denn wir kriegen Jordan Lockbird, wir kriegen Ghost Ogre, wir bekommen Ghost Mourner, wir bekommen Phantasme. Ich weiß nicht, ob wir die Phantasme. Ich weiß nicht, ob wir die in der Variante bekommen oder in der hier. Es könnte auch sein, dass sie den Move machen wie bei dem Golden Lord, dass sie auch
einfach beide Artworks wieder mit reinpacken. Das könnte ich mir vorstellen bei vielen der Karten, die verschiedene Raritäten haben. Und eine Sache, die hier noch ganz wichtig ist, und das finde ich ziemlich gut, denn wir kriegen zwar nicht die ganze Setliste logischerweise, aber wir kriegen hier schon mal einen kleinen Teaser, was drin sein könnte. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Die interstellaren Feldzauberkarten aus den kompetitiven Story-Decks, Visa Starfrost, und wir kriegen alle Field Spells. Und meine Vermutung ist, dass wir von der ganzen Lore von Visa Starfrost die Karten in der Rarity Collection drin haben. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich ein paar Tierlimits-Karten, wir kriegen ein paar Scareclaw-Karten, wir kriegen ein paar andere Karten. Ich glaube nicht, dass sie alles da an sich reprinten, aber es gibt sehr viele Staples, wie die ganzen Kashira-Karten zum Beispiel, die wir wirklich halt gut da reinpacken können. Das ist natürlich eine Spekulation meiner Seite, aber ich glaube da dran. Und jetzt haben wir schon hier einmal meine Bestätigung von dem, was ich gerade gedacht habe. Alternative Artworks. Die Biker-Version von IP, also das alternative Artwork. Die wilde Version von Rescue Cat, also die Fierce Version, also das alternative Artwork davon. Und plus Apollosa, Bogen der Göttin, wahrscheinlich auch dann in beiden Artworks. Finde ich cool. Und natürlich plus Dutzende, aber Dutzende mehr. Wir wissen nicht, wie groß die Rarity Collection 2 wird, aber ich habe da Hoffnung dran, denn die erste war wirklich cool. Ich habe mir auch viele Karten wirklich sehr günstig geholt, weil ich viele von den Karten einfach auch selber noch haben wollte. Manche wollte ich ein bisschen schöner haben. Ich habe mir zum Beispiel Ashes geholt. Einfach nice, denn Ash hat ja quasi nur Secret Rare und halt die Ultra Rares und Super Rare Uncommons. Und ich wollte einfach mal ein bisschen schönere Ashes spielen. Und ja, also ich persönlich habe da mega Bock drauf. Für alle, die nicht wissen, wann das kommt, weil ich glaube, ich habe es noch nicht genau erwähnt. Das kommt am 23. Mai. Ich persönlich habe am 24. Mai Geburtstag und ich glaube, diesmal gönne ich mir ein bisschen was davon. Denn ich glaube, das erste war wirklich ein cooles Produkt. Ich glaube, das ist noch ein besseres Produkt. Vielleicht mache ich sogar einen Livestream am 24. Mai und wir öffnen mal so ein bisschen was davon, denn ich glaube, ich habe da richtig Bock drauf, da wirklich mal ein bisschen reinzuheaten, mal so ein paar coole Karten zu kriegen. Was haltet ihr von der zweiten Rarity Collection? Schreibt es in die Kommentare. Und lasst dem Video gerne mal ein Like da, weil why not? Bis dann oder rein. Ciao, Leute.